Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zu L.A. Noire. Ein Spiel, was mich so ein bisschen Nerven gekostet hat, bis ich jetzt zu diesem Moment komme, wo ich dieses Let's Play ankündigen darf und anfangen darf, war es ein weiter Weg. Ich habe echt Stunden damit verbracht, dieses Spiel zum Laufen zu bekommen und dann mit den richtigen Aufnahmesequenzen und Aufnahmeeinstellungen, also ich habe hier echt Blut und Wasser geschwitzt, das wollte zuerst nicht. Ursprünglich sollte dieses Let's Play ungefähr schon vor einem Jahr ungefähr kommen, aber das hatte ich dann alles verschoben, weil das alles nicht geklappt hat, weil die PC-Version von L.A. Noire erhebliche Schwierigkeiten macht. Und ja, was soll ich sagen? Also, und jetzt endlich hat's begonnen und wir können jetzt starten in dieses Let's Play. Ich habe es dann erstmal liegen gelassen und habe jetzt vor ein paar Tagen wieder mal angefasst und habe gedacht, komm, das musst du zum Laufen kriegen. Und jetzt sind wir hier und gehen mit Cole Phelps in ein Abenteuer, wie es so sein sollte. Ja, wir beginnen jetzt unsere Karriere am LAPD, also am Los Angeles Police Department, und gehen mit Cole Phelps, steigen die Karriereleiter hinauf. Und das machen wir jetzt. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Let's Play. Ladebildschirm. Jetzt geht's los. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. City of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. It is 16 William, request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam, en route. Und damit dürfen wir jetzt los. Ich habe die Fahrzeugsteuerung mal ein bisschen geändert, deswegen fahren wir mit den Pfeiltasten. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. So, und wir machen unseren ersten Fall.
Tatort in einer Gasse. 10.10 Uhr. Floyd Rose, Homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Dankeschön. Sehr freundlich. Und damit geht's los, unser erster Fall. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. So, damit dürfen wir hier jetzt loslegen und wir müssen Schauplätze gründlich durchsuchen. Nach Hinweisen erforschen. Darum geht es hier in L.A. Noir. Look at this junk. Unsere Aufgabe ist es, Verbrechen zu lösen. Nicht so wie in GTA, wo wir die Bösen sind. Nein. It's not my job to pick through other people's trash. Hier müssen wir Gutes tun. So, wir können mit WASD verschiedene Gegenstände angucken. Sieht eher ungewöhnlich aus, das packen wir mal wieder weg. Die Flasche eigentlich auch. Aber wir müssen uns ja alles mal angucken. Gut, dann eben. Na. Okay. So. Und das hier. Diese Zeitung hier. Das sind solche Zeitungen, mit der wir ungefähr ja so ein bisschen interagieren können. Das erzählt uns so eine eigene kleine Geschichte. Davon gibt es, glaube ich, 13 Stück im ganzen Spiel verteilt. Und wenn wir jetzt nochmal auf die rechte, auf die linke Maustaste klicken, dann kriegen wir ein kleines Filmchen zu sehen. Dr. Fontaine. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon. Or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year. Because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. Shield. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance for your friend's help is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Okay. Wahre Worte. So. Alles klar. Jetzt können wir den Gegenstand weglegen. Und können uns jetzt weiter umsehen. Oh, da hinten. Da gehen wir erstmal. Vielleicht sehen wir ja was. Offiziell ja ein PS3-Spiel. Das heißt eine Konsolenportierung. Deswegen gab es aber auch so viele
Probleme. Man merkt auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall eine... auf jeden Fall für die Konsole da ist. Oha. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Was sagst du denn? Any ideas? Have a good look around. It could be anywhere. Okay, wir können erstmal unser Notizbuch öffnen. Das ist sozusagen unsere kleine Waffe in diesem Spiel. Damit können wir gewissermaßen alles so ein bisschen aufschreiben. Alles wird dokumentiert. Zum Beispiel Scooter Payton, das ist zum Beispiel männliches Mordopfer, schwarz, zwei Schüsse aus nächster Nähe. Zum Beispiel, das ist unser Opfer. Dann gibt es einen Mordverdächtigen. Es soll ein großer, weißer Mann sein, der männlich, ja, ein Mann, der männlich ist, natürlich. Und Detective Floyd Royce, der ist der Ermittler der Mordkommission und war als erster am Tatort. Er hat braune Augen, braune Haare und ist 42 Jahre alt. Dann können wir noch die Hinweise durchsuchen. Zum Beispiel der Blutfleck. Blutspritze an der Türe und am Boden der Gasse. Das ist nicht viel. Und dann haben wir noch unseren Tatort bei Orte. Tatort in der Gasse. Gasse, Schauplatz einer Schießerei mit Verletzten. Siehste. Also damit können wir ganz viel interagieren. Und wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen um. Ja, habe ich doch richtig Ralph, gesehen. There's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. So, dann können wir mal gehen. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, aber nicht weit. Nur so die erste, den ersten Fall sozusagen. Danach ist sozusagen blind. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. So, dann bewegen uns mal wir mal hoch. Das Abflussrohr muss hochgeklettert werden. Deswegen weiß ich schon ungefähr, wie dieser Fall hier abläuft. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Offensichtlich für sehr blöd. Da ist unsere Mordwaffe. Wahrscheinlich unsere Mordwaffe. Damit WASD kannst du ein Objekt manipulieren und nach interessanten Stellen suchen. Halt die Position, sobald die Kamera leicht zoomt, damit sie ganz heranzoomen kann. Wir drehen das Ding mal. I don't even want to think about what that smell is. Irgendwie, warte. Ah, so. Smith & Wesson, Serial S71893. Drücke Maustaste, um einen Gegenstand weiter zu untersuchen. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Nicht gerade sehr schlau, möchte man sagen. Gut, wir haben damit ein neues Beweismittel. Und unsere Melodie, die verschwindet, wenn wir alle Beweise gefunden haben. Gefundene Hinweise werden ins Notizbuch eingetragen. Das heißt, wir können jetzt nochmal ins Notizbuch gehen, auf Hinweise gehen. Und dann haben wir unseren Smith & Wesson Revolver. Seriennummer, okay, zwei Schüsse abgegeben. Okay, gut. Gut, wissen wir Bescheid. Wir klettern wieder runter. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Dann wollen wir den mal aufsuchen. So, wir können jetzt nämlich unter Orte dann. Können wir nämlich jetzt den Waffenladen auswählen und den als
Ziel festlegen. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ein bisschen Initiative zeigen ist ja nicht falsch in diesem Beruf. Ich meine, mich würde das auch interessieren. Und so nehmen wir den ganzen vom Morddezernat ja noch ein bisschen Arbeit, könnte man so sagen. So, wir können übrigens auch rennen. Mit Umschalt. Dann kommt nämlich auch unser Partner ein bisschen schneller in die Hufe. Und wir können zum Waffenladen fahren. So. Wir können mit F unseren Partner nach dem Weg fragen. Right here. Straight on. Okay. Mit H können wir die Sirene starten. Wow. Oh, ganz ruhig, Freunde. Die Handbremse mit Leertaste, wissen wir auch. Und unser Zielort ist gelb markiert auf der kleinen Minimap da unten. So, wir biegen mal hier ab. Left here. Sehr gut. Watch it! Entschuldigung. Wir dürfen das. Go right just now. Und jetzt nach rechts. Ist halt ein bisschen anders wie GTA, ne? Keep going on this road. Take the next left. Take the next right. Alles klar. Das wäre hier. Wir biegen mal ab. Take the next left. Dann hier rein. Keep going straight. Und schon sind wir da. Um 10.31 Uhr am Waffenladen. So, dann gehen wir mal durch die Tür. Hat eine Tür einen goldenen Türgriff, kannst du hindurchgehen. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Naja, es geht um Mord. Das ist nicht gerade Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Ja. Jetzt können wir hier die ganzen Sachen durchgehen, wer das alles gekauft hat und hast du nicht gesehen mit der Seriennummer. Wir könnten jetzt anhand der Seriennummer einmal gucken. Wir könnten aber auch anstatt hier der Herr Schröder. Ich habe ja schon, wie gesagt, ein bisschen gespielt, aber das ist der Einzige, der einen Pearl Grip hat, also einen Perlmutgriff. Und deswegen ist das unser Mann. We're in luck, Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Das ist gut. Wir befinden uns übrigens im Jahr 1946-47. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. So, wir markieren das mal. Entschuldigung. Und legen das mal als Zielort fest. So, und steigen mal ein. Wir können auch unseren Partner fahren lassen, aber das wird uns erst später gezeigt. Turn left here. Take the next right. Whoa. Turn left when you can.
Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. Go left here. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Next left. Go left just now. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Straight on. Ja, ja, also das ist schon ein bisschen schlecht, muss man sagen. Eine Waffe unter echtem Namen zu kaufen und dann so zurückverfolgbar, das ist schon schlecht. So. Mal gucken, ob Herr Schröder zu Hause ist. Ein bisschen langsam fährt das Auto ja schon. Ja, da freue ich mich schon auf die Fahrzeuge, dann wenn die PC-Version von GTA da ist. Keep going on this road. Okay. Wie du willst. So, unser Mann wohnt gleich Stop hier. Just ahead. Schröders Apartment, 10.51 Uhr. So. So sehen wir übrigens aus. Ich und unser Partner. Guck mal, das Auto stand vorhin noch nicht da. Ist aber auch eine coole Karre irgendwie. Hm. Naja, hat eine Tür an Bord. Natürlich kannst du durchgehen, wissen wir doch schon. Untersuchen einen Briefkasten, um die Apartmentnummer einer verdächtigen Person herauszufinden. Na dann. Schröder. Apartment 2. Ja. Gut, da gibt es noch J. Sherwood, R. Wood und T. Jervy. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Hätten wir aber auch irgendwie so rausfinden. Na, oder auch nicht. Da müssten wir schon rangehen. So, Apartment 2. Können wir eigentlich das Telefon benutzen? Nee, können wir nicht. Na gut, so, Apartment 2 ist hier, dann wollen wir mal klopfen. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Mm-hmm. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ach man, so. Oh, nein. Wollen wir uns mal ein bisschen prügeln? You ready, tough guy? Huh? Ouch. Quit prancing around and hit me. Schönes Ding. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Ja, wie lebt denn der Gute hier? Ich komme eigentlich nochmal ins Notizbuch rein. Errol Schröder. Registrierter Wachtenbesitzer und Mordverdächtiger. Blau, schwarz, 38. Okay. Also, Schröder. Du könntest mal aufräumen hier. Ich mag's ja, mich hier umzusehen. Genau, einmal unsere Abwaschen wäre vielleicht auch mal wieder eine Option. Oh. Don't think this is anything. Nö, aber der einzige Gegenstand in der Wohnung, der sauber ist.
So. Können wir mal unseren Dienstwagen sehen? Ne, ist wahrscheinlich die andere Straßenseite, ne? Aber cool gemacht hier alles. Doch, mir gefällt das Spiel. Ist hier was? Okay, ist ja auffällig, das ist natürlich die Schublade. Da ist nämlich noch was drin. So. Wollen wir den Gegenstand mal untersuchen? Mhm. 20, 40, 40, 35, 20, 20. Leroy Tart, F. Trier, Kaplan, Ted Rossi. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Ein Auftragskiller? Interessant. Fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Eine Version aus der Vergangenheit, anscheinend. Bewaffnet well, you und gefährlich. Right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no city on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Alles klar, dann mal los. Ups, das gibt ein bisschen Sachschaden. You should take the next right. Die nächste rechts und dann sind wir auch schon da. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Black Hypothek, dann kann man nur 18. Das gefällt mir. Halt die Fresse. Kopfschuss. Einmal nachladen.
nobody covering me. Kopfschuss. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Die reden ganz schön viel. Backup will be here soon. You're fucking toast. Stay down. Wow. Na komm schon. Oh Mann. Okay. Einmal rein. Wow. Weg damit. Schönes Ding. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Sehr schön. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Wahre Worte. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, but wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps! I'll head him off in the car! Wendell Bowers! Stop! Los, why, you! Watch it! He's hiding in the alley! Well, stehen bleiben. Los, stehen bleiben, LAPD! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Wendell! Jesus, Dunn! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell! Get oh, down man, Wendell! Right now. Give it up, Wendell! Get now, Wendell! Keep off! Stay the hell away from me! Hat er mich da runterge... You gotta be kidding! You fucking asked for it! Du bist ja einer. Kickt er mich da runter? Oh doch, und wie du gehst. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Was für eine schöne Rolle. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Komm schon! Ah! Looks like we've got the place to ourselves. Oh man, du bist einer. Come on then. Na komm schon. Los, du Sack. Na komm. That uniform makes you feel tough, does it? Jawolle. Geht doch. How you doing, Wendell?
Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? So was Ähnliches bestimmt. Mann. So, hier ist aber Action. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Sah aber nicht erfreut aus, der gute Kelso. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Alan Harper. Okay, geil. Stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Oh, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Nun, Bosch, Zuggeschäft, Tatort absuchen. Gut, wir sehen uns zuerst, vorher. Ich bin jetzt bei knapp 37 Minuten Aufnahmezeit. Ich werde das ungefähr so splitten und wir machen jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play LA Noir. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.